Naam. Khatir kann auch bedeuten, wenn etwas wichtig ist, sehr bedeutsam. Wichtig, bedeutsam, das kann auch Khatir bedeuten. Und wobei das nicht unbedingt entgegengesetzte Bedeutungen sind, aber es gibt in der arabischen Sprache, das ist wichtig zu wissen, das wissen viele nicht und begreifen es nicht. Es gibt in der arabischen Sprache ein Phänomen, das nennt erzählt Ibn al-Jinni ist einer der einer der größten Sprachwissenschaftler der arabischen Sprache. War kein Araber. Er hat eines der bedeutendsten Bücher in der arabischen Literatur geschrieben, das nennt sich Kitab al-Khasa'is. Darin zählt er einige der Phänomene aus, mit denen sich die arabische Sprache auszeichnet. Und er erzählt dort unter anderem etwas, das nennt sich Al-Adad. Al-Adad. Ah, von hier habe ich alles vergessen. Es kommt von dem Wort Did. Al-Adad. Und es bedeutet so viel, dass es in der arabischen Sprache Begriffe gibt, die eine Bedeutung haben, aber auch genau die entgegengesetzte Bedeutung haben können. Genau die gegenteilige Bedeutung auch haben können. Und das ist sehr interessant. Und das zu wissen, ist auch für den, für das Koranverständnis. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Wisst ihr, was Akhfa Yukhfi bedeutet? Akhfa Yukhfi, das ist ein Verb hier, kein Nomen. Verbergen, naam, etwas verbergen, etwas verbergen, den Schleier über etwas werfen, etwas unerkenntlich machen. Das bedeutet, Achfa Yuchfi. Beispiel sage ich, Achfaitu, yani ich, Achfaitul Kansa. Al-Kanz ist die Schatztruhe. Achfaitul Kansa fit Turab. Fahimtum hada? Achfaitu, yani ana, Al-Kanza fit Turab. Ich habe die Truhe, die Schatztruhe im Boden sozusagen versteckt. Jetzt hört euch mal folgenden Vers an. Folgenden Vers. Und da kommt nämlich dieses Wort vor. Und auch dieses Phänomen. Dieses Phänomen. Allah Ta'ala sagt in der Surah Taha: Inna sa'ata atiyatun. Ich glaube, bis hierhin habt ihr es verstanden. Eine Frage an euch: Ist die Stunde versteckt oder nicht? Sie ist versteckt in jeder Hinsicht. In Bezug auf ihre Zeit. Du weißt nicht, wann sie kommt. Heute, morgen, übermorgen. In Bezug auf ihre Realitäten. Du weißt nicht, wie ihre Realitäten sein, wie ihre genaue Beschaffenheit sein wird. Was sich darin befinden wird. Alles verborgen. Alles versteckt und verborgen. Aber jetzt schaut euch mal Folgendes an. Ihr hört euch die Vervollständigung dieses Verses jetzt an. Akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Akadu heißt so viel wie beinahe. Beinahe. Was werde ich beinahe tun? Was sagt Allah Ta'ala? Was werde ich beinahe tun? Akadu ukhfiha. Ukhfi madha? As-sa'a. Mashi, as-sa'a khafiya oder? Was bedeutet das dann? Beinahe würde ich die Stunde verstecken, verdecken. Beinahe hielt ich sie verborgen. Naam, hier ist mit dem Ikhfa gemeint, hier ist der Izhar gemeint. Nach der Auffassung einiger Mufassirun und Sprachwissenschaftler. Sie sagen, das heißt hier nicht Ukhfiha, yani in dem geläufigen Sinne, wie die meisten Menschen das Wort verwenden. Sondern hier ist der Gegensatz gemeint. Und das wird in der arabischen Sprache verwendet. Also es ist nicht so, dass die Mufassirun sich irgendwann mal ausdenken, ja, machen wir das mal hier einfach so. Das Wort soll auch eine gegenteilige Bedeutung haben. So geht das natürlich nicht. Es muss auch dafür eine Grundlage in der Sprache geben. Und deswegen sagten sie dann, hier heißt Ukhfiha Udhira. Beinahe würde ich sie erscheinen lassen. Beinahe würde ich sie erscheinen lassen, erkennbar machen.
damit jeder Seele das vergolten wird, worum sie sich bemüht. Die meisten der Übersetzungen haben das aber als Verbergen übersetzt. Verbergen. Auch Bubenheim. Ich hielt sie beinahe ganz verborgen, sagte er. Der Bubenheim. Mensch.